صحبة وخيوط في الجامعة، ما شاء الله صحبة دس دي تراديسيون unserer Sheikhs und Tradition von Sheikh Hassan ist, nach dem Jumma Sahba zu machen. Alhamdulillah, Shukrillah, möge Allah ihm Gesundheit und Kraft und ein langes Leben geben und uns von seinem Wissen und seiner Baraka Nutzen ziehen lassen. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Der Vers, den wir gerade in der Khutba erwähnt haben und das zur Rechenschaft ziehen für das, was in unserem verborgen ist, was in unserem Inneren verborgen ist, beschreibt in gewisser Weise die Stufe einer hohen Stufe von Awliya, die sich tatsächlich für jeden ihrer Gedanken zur Rechenschaft ziehen, die jedes Mal, wenn sie an etwas anderes als an Allah denken, sich zur Rechenschaft ziehen und sagen, jetzt bin ich wieder vom Weg abgekommen. Jedes Mal, wenn sie ihre Ma'iyya, ihr Mit-Allah-Sein, durch weltliche Dinge unterbrochen sehen, ziehen sie sich zur Rechenschaft und machen Tauba, bereuen und sagen, wir müssen wieder von vorne anfangen. Wir müssen wieder auf den Weg zurück, auf unseren Weg zu Allah. Wir müssen uns wieder entfernen von der Welt und unseren Wünschen, von den Einflüsterungen Scheitans und unseres Egos. Wir müssen wieder nur für Allah da sein. Unsere Existenz muss nur eine Existenz in der Gegenwart Allahs, in der bewussten Gegenwart Allahs sein. Das sind, mashallah, Leute, die eine hohe Stufe erreicht haben. Für uns gewöhnliche Sterbliche ist es schon viel, wenn wir ein- oder zweimal am Tag uns an Allah erinnern. Ja, oder mal ein Gebet richtig gebetet haben mit richtiger Hingabe und Demut und im Bewusstsein, dass wir mit dem Takbir Allahu Akbar alles andere hinter uns lassen. Allah ist größer als alles, jetzt stehen wir vor Allah. Ja, im Gebet, ne, das sollte so sein, theoretisch. Ne? Ich meine, meistens denken wir dran, was es zum Mittagessen gibt und dass wir unbedingt noch was downloaden wollten und ich weiß nicht was. Und tausend Sachen sind in unserem Kästchen da oben und rotieren. Und zwischendurch kommt mal so ein paar Verse vielleicht oder ein paar Worte von der Fatiha kommt an. Ah ja, Alhamdulillah, ja, das, ja, Lobpreis sei Allah, das bedeutet Lobpreis sei Allah, ja, Lobpreis sei Allah. Ja, und dann geht's wieder, so pendeln wir hin und her zwischen der eigentlichen Ibadah, unserem beabsichtigten Zweck, wenn wir uns da hinstellen, und unserer Anhaftung an die Dunya. Da geht es immer hin und her. Und das ist ein langer Prozess, sich davon zu lösen und
zu dieser Stufe zu kommen, dass man tatsächlich immer mit Allah ist, immer sich bewusst ist, dass Allah mit einem ist und nie davon abzuweichen. Und das Gefühl zu haben, dass man eine Sünde begangen hat oder einen Fehler oder einen Irrtum, wenn man diesen Zustand verliert. Je mehr Dhikrullah man macht, mit der Zunge, mit dem Herzen, desto leichter fällt es einem, sich diesem Zustand anzunähern. Aber das ist nicht alles. Es ist eigentlich eine Gabe von Allah, die er manchen Menschen gibt, ohne dass sie groß was unternehmen, und anderen nicht gibt, obwohl sie sich mit aller Kraft anstrengen. Allah gibt, wem er will, nicht nur im Materiellen, auch im Spirituellen. Er gibt, wem er will, was er will, wie er will, wann er will. Er gibt und er gibt. Und er gibt jedem, was für ihn richtig ist. Deshalb müssen wir zufrieden sein. Jetzt nicht in der Art und Weise, ja, ist schon alles okay, ich brauche nichts mehr zu tun. Aber wir müssen zufrieden sein mit dem, was Allah uns gibt, mit dem Zustand, den Allah uns gibt, und uns versuchen langsam zu verbessern. Das ist die Absicht. Die Absicht zählt, die Niyya. Das ist, worum es geht, dass wir uns in die Richtung bewegen. Und Allah gibt, und der Prophet hat gesagt, wer Allah einen Schritt entgegenkommt, dem kommt er 10 Schritte entgegen und so weiter und so weiter. Das ist ein langes Hadith, ne? Wo er eben sagt, dass Allah die Bemühungen seiner Diener um ein Vielfaches belohnt. Alhamdulillah. Das wissen wir und dafür sind wir dankbar und das ist eine große Gnade. Und deshalb soll man nicht aufgeben, deshalb soll man nicht verzweifeln und sagen, es geht doch gar nicht voran. Manchmal bewegt man sich, ohne dass man es merkt. Man bewegt sich vielleicht viel mehr, als man denkt, weil man sich selber den ganzen Tag übersieht. Aber die Veränderung, die sieht jemand von außen vielleicht. Wenn man dann einmal im Jahr zum Scheich kommt, dann schaut er auf einen, oder wenn man jeden Monat zum Scheich kommt oder wann auch immer, dann schaut er auf einen und justiert so ein bisschen die Richtung, ne? Ein klein bisschen mehr in die Richtung, ein bisschen mehr Geschwindigkeit stellt er neu ein, ne? Und so geht das weiter. Wir merken es vielleicht gar nicht. Gerade im Naqshbandi-Orden ist das eines der Prinzipien der Naqshbandis, dass die Schleier, die zwischen uns und der göttlichen Gegenwart sind, nicht von der Seite, die uns zugewandt ist, weggenommen werden, sodass wir eben ständig Visionen und großartige Erfahrungen und tolle Erlebnisse hätten, sondern die werden von der anderen Seite weggenommen, von hinten. Und der Schleier wird immer dünner für uns. Aber weggenommen wird er dann, wenn Allah es bestimmt und wenn der Scheich den Auftrag kriegt, so jetzt nimm mal weg und jetzt, ja, dann ist man angekommen, inshallah. Dann ist man in diesem Zustand, wo man immer mit Allah ist, wo man immer in der göttlichen Gegenwart ist, wo man kein egoistisches Denken mehr hat, was einen ablenkt. Aber wir hoffen, dass wir das irgendwann erreichen. Und wenn es mit dem letzten Atemzug ist, und unser ganzes Leben ist ein Training für diesen letzten Atemzug, an dem wir Allah begegnen, mögen wir Allah als Gläubige begegnen. Möge unsere letzte Worte sein, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Und möge Allah uns unter dem Banner seines geliebten Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam und an seinem Trinkbecken versammeln und uns zu denjenigen gehören lassen, die Mahdi alayhi salam dienen, die beschützt sind in dieser Endzeit, in der Zeit der Dunkelheit, und festhalten am Licht, am göttlichen Licht, das Allah gesandt hat durch seine Propheten und durch das Siegel der Propheten, alayhi salatu wassalam, und das die Awliya für uns bewahren und an uns weitergeben. Walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.